Ja, servus, herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Physio Buschkraft. Ja, ich habe es mir heute sehr, sehr gemütlich gemacht. Ich habe heute mal für den Taglager das große Tarp ausgepackt, eine Lampe aufgehängt, weil es ist heute ein furchtbar drüber Tag. Das merke ich immer daran, an der Kameraeinstellung. Ich habe heute die ISO relativ weit hochdrehen müssen, am helllichten Tag. Von daher wollte ich es mir jetzt ein bisschen muckelig machen. Ja, der Titel verrät es mal wieder. Heute geht es mal um die große Frage- und Antwortrunde. Ich habe ja vor einiger Zeit mal aufgerufen an euch, liebe Zuschauer, ja, ob ihr denn da Lust und Interesse habt, ja, Fragen zu stellen zu meiner Person, zu Physio Buschkraft, zum Kanal, zu Buschkraft. Ich habe mich gefreut, es ist doch ein bisschen was zusammengekommen an Fragen. In Summe sind es jetzt am Ende doch genau 10 Fragen geworden. Eine ideale Zahl, und die möchte ich jetzt mit diesem Video mal so nacheinander, ja, vorlesen und ja auch durcharbeiten. Ich habe es mir so vorgestellt, weil wir haben jetzt so um die Mittagszeit, dass ich jetzt mal die ersten 5 Fragen beantworte. Dann werde ich mir ein kleines Mittagessen zubereiten. Gibt es heute mal was ganz Simples. Und nach dem Essen dann machen wir einen Endspurt. Dann machen wir die nächsten 5 Fragen. Ich wünsche euch an der Stelle wie immer viel Spaß beim Zuschauen. Ja, ich hoffe, dass das mit dem Ton heute mal wieder klappt. Ich bin überrascht. Ich bin jetzt im Wald drinnen, aber wir haben heute am Feiertag, wir haben Bayern Feiertag heute, wir haben Flugverkehr ohne Ende. Also es rauschen immer mal wieder Flugzeuge drüber. Aber egal. Ja, ich habe mir die Fragen ein bisschen vorbereitet, von daher muss ich heute ein wenig auf meinen Spickzettel schauen. Ich will mal mit der ersten Frage gleich loslegen, weil die kam von mehreren Leuten. Und zwar kam die Frage vom lieben Kevin alias Darksider, mal schöne Grüße gehen raus. Vom David alias dem Waldwolf, auch schöne Grüße. Von Fabian W. und von, das ist ein geiler Nick, Into the Wood, raus aus der Komfortzone. Die haben eigentlich alle dieselbe Frage gestellt, die lautet: Wie kamst du, wie bist du zum Thema Buschkraft gekommen, wie hast du damit begonnen und wie lange machst du Buschkraft? Ja, wie soll ich denn da jetzt anfangen? Wie lange, das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Wir haben jetzt Januar, das sind jetzt ziemlich genau 2 Jahre, es war auch in einem Januar. Wie bin ich dazu gekommen zum Thema Buschkraft? Das ist eigentlich eine nette Geschichte, vor allem für euch ganz interessant, weil da gibt es sogar ein Video dazu, wie ich dazu gekommen bin. Weil ich habe ja einen Nachbarkanal noch, einen Habanero 75, auf dem ich T5 Geocaching mache. Da war ich mit einem guten Bekannten unterwegs, ein bisschen auf Tour, auf T5 Tour. Und wir hatten vereinbart, ja, wir wollten dann irgendeinem Lost Place mal eine Nacht verbringen. Und die Idee an sich, hey, mal eine Nacht verbringen, hat mir so gut gefallen, dass ich mir da gleich prompt, total ohne weiteres Hintergrundwissen, ja, einen Schlafsack gekauft habe. Das war dann auch gleich der Defense 4. Eine Isomatte dazu, einfach das Nötigste, dass ich überhaupt mal eine Nacht draußen verbringen kann. Das Video dazu, da ist das alles wunderbar dokumentiert, das blende ich euch, ich glaube hier, blende ich euch gerne mal ein, schaut da gerne mal rein, dass jeder das, wie das alles entstanden ist. Das war eine Nacht, die werde ich auch nie mehr vergessen, eben, ich glaube auch, da war es schon Dezember oder Januar, das war furchtbar kalt. Wir hatten alles, wir hatten Schnee, wir hatten Regen, Schneeregen, Nebel, und ich weiß noch, ich habe in der Nacht, habe ich furchtbar gefroren. Ich habe irre schlecht geschlafen, eben an so einem Lost Place auch noch, total ungewohnte Umgebung. Aber ich weiß noch, am nächsten Morgen dann aufgestanden, ja, ich war zwar gerädert, aber ich war richtig angefixt. Mir hat es so gut gefallen. Hinzu kam noch, und das hat sich bis heute geprägt, wir haben da am Abend dann auch kleines Feuer gemacht, haben dann was lecker gekocht. Auch das Frühstück war ein lecker warmes Frühstück, und dieses eben draußen essen, das, was ich heute noch jetzt in den Videos da mache, das hat mich da eben, ja, es war so wie so eine Initialzündung, wo ich mir gedacht habe, wow, es ist richtig geil, seine Zeit mal draußen zu vertreiben, auch mal eine Nacht draußen zu sein, auch wenn es mal kalt ist. Das war für mich in das Thema Buschkraft ein richtig brutaler Einstieg gleich, weil ich sage mal, ein Normalo, der fängt vielleicht irgendwann mal im Frühjahr oder im Sommer an. Ja, es war halt dann der härteste Winter, wie jetzt auch. Das war so eine Zeit wie jetzt auch. Und da bin ich da halt dann mehr oder weniger ins kalte Wasser reingesprungen. Was hat eben so sau viel Spaß gemacht, ja, gleich mit Ausrüstung ein bisschen zu hantieren, sich da eben so ein Lager aufzubauen. Wir waren da, das war wie so eine, ihr seht es im Video drinnen, so eine alte Garage, die haben uns hinten dann mit einem Tarp abgespannt, dass der Wind nicht auch so durchpfeift. Und eben dieses Zusammensitzen, dieses Essen dann am Abend, das hat wahnsinnig gut geschmeckt, nur weil man draußen ist. Ja, das hat sich bis heute gehalten, und da bin ich echt froh drum, weil so hat sich ein neues Hobby zusätzlich eröffnet, was mich ja auch wieder dazu geführt hat, dass ich dann eben diesen Kanal aufgemacht habe, diesen Physio Buschkraft. Weil ich hatte ja schon den Kanal Habanero 75, aber da hat es irgendwie nicht so ganz zusammengepasst alles. Weil Habanero 75 beschäftigt sich halt überwiegend mit dem Thema T5 Geocaching. Also alles, was so Klettern mit Zeitzugangstechnik zu tun hat. Und ich wollte anfangs ein bisschen Buschkraft mit reinbringen, aber ich habe dann gemerkt, es sind doch zu verschiedene Lager. Und daraus hat sich dann eben, das war vor einem Jahr jetzt dann,
die Idee zu entschlossen, den Kanal Friesole Buschkraft aufzumachen, der jetzt auch ja, ziemlich genau ein Jahr wird. Ich habe lauter Jubiläum heute. Ja, das ist eben so, wie ich zum Buschkraften gekommen bin. Dann schauen wir mal weiter. Ebenfalls vom Darksider, vom Kevin, die Frage, welcher andere Outdoor-YouTuber hat dich am meisten inspiriert, wenn es da jemanden gibt? Das ist eine sehr schwere Frage. Also inspiriert dazu, dass ich jetzt Buschkraft anfange, da gab es keinen YouTuber, weil ich habe zu dem Zeitpunkt eben, wie wir da begonnen haben, habe ich Outdoor- und Buschkraft-Kanäle noch gar nicht verfolgt. Also ich wusste davon gar nichts von der Szene. Ich habe dann erst im Anschluss, wie ich da eben angefixt war, angefangen natürlich, mich in Foren einzulesen, meine ein oder andere Facebook-Gruppe anzumelden und dann ganz klar die YouTuber aufzusuchen. Da sind ja auch einige unter euch Zuschauern dabei, die ich da verfolge. Aber ich sag mal, die Frage ist jetzt, was hat mich da inspiriert oder welcher YouTuber hat mich inspiriert? Muss ich ganz ehrlich gestehen, ich hoffe, das klingt jetzt nicht überheblich oder irgendwie gehässig, aber da gibt es eigentlich keinen speziellen. Es gibt viele verschiedene YouTuber, die mich ein bisschen inspirieren oder die ich unheimlich gerne verfolge, weil die einfach ja, eine interessante Art haben oder einfach einen netten Charakter haben. Ich nenne jetzt mal für die Großen, zum Beispiel Atze, den Buschpirat, den mag ich einfach vom Charakter, von seiner Art her, weil der wirkt so, ich sag mal so bodenständig irgendwie, nicht abgehoben, obwohl er auch durchaus großer Kanal ist. Er gefällt mir sehr gut, weil er macht eigentlich Touren, die jetzt nicht irgendwie total übertrieben sind, sondern er arrangiert sich mit der Natur. Er macht mal ganz gute Tutorials, die gerade für Einsteiger sehr gut sind. Ich sag mal so in der Art, solche Kanäle mag ich. Ich verfolge Kanäle, ja, wo man auch mal Videos sieht, diese berühmten Silence-Videos. Da gibt es ja den, wie heißt der? Einer der bekanntesten, der Bertram, ist ja aus Skandinavien einer, der macht ja nur so Silence-Videos, wo er hammermäßige Lager aufbaut und einfach mit der Natur lebt. Schaue ich auch, nicht regelmäßig, aber schaue ich auch ab und an mal rein. Da gibt es natürlich auch mal wieder Videos, ja, wenn ich jetzt gerade mal Ausrüstung zusammenstelle, wo ich natürlich versuche, irgendwie mir über Ausrüstung mir was anzueignen, mal was ranzulesen, mal Reviews zu schauen. Also ihr seht, das ist ganz verschieden, was ich da verfolge. Da gibt es jetzt keinen speziellen, der mich inspiriert. In Summe ist es wohl dann doch die Vielzahl an Kanäle, Vielzahl an Leuten von euch, die ich mitverfolge, die mich dann insgesamt inspirieren, dann halt das zu tun, was ich heute tue. Ich bin heute noch in einer Art, ja, Findungslage. Ich weiß noch nicht, wohin die Reise geht mit dem Ganzen, mit YouTube, mit Buschkraft. Schauen wir mal. Dann nochmal vom, ja, ebenfalls vom David vom Waldwolf. Das ist mal eine ganz andere Frage. Was magst du beruflich so? Ja, ich versuche zwar jetzt das Berufliche hier mit der Freizeit zu trennen, es hat seine Gründe auch, aber trotz allem, warum solltet ihr das nicht wissen? Ich bin beruflich ganz was anderes, sogenannter Mausschubser. Es soll heißen, ich bin in der IT tätig, sitze dementsprechend natürlich auch, ja, 8 Stunden am Tag kann man sagen, irgendwo vorm Rechner im Büro drinnen und ja, verdiene damit meine Brötchen und finanziere mir letzten Endes auch das Hobby damit. Und ja, dieses Hobby, dieses ganze Outdoor, ob das jetzt die 5 Geocaching ist oder Buschkraft, das ist, glaube ich, ein bisschen so daraus entstanden als Ausgleich. Ich glaube, jeder, der selbst im Büro arbeitet, 8 Stunden, vielleicht bloß auf dem Monitor glotzt, der weiß, dass man irgendwann mal merkt, Kopf ist voll und es tut vielleicht alles weh, man ist verspannt. Man hat so den Drang, wirklich nach draußen zu gehen, mal frische Luft zu schnappen. Und da ist dieses Thema Buschkraft wirklich ein super geiler Ausgleich. Ich meine, für Leute, die jetzt draußen arbeiten, können wir jetzt vorstellen, zum Beispiel Baumarbeiter, Forstarbeiter, die werden jetzt vielleicht nicht so das Verlangen haben, jetzt dann auch noch in ihrer Freizeit draußen zu Buschkraft ein Lager zu bauen. Aber ich sag mal, jetzt für Leute, die wirklich im Büro den ganzen Tag hocken, ist das echt ein geiler Ausgleich. Also wie gesagt, ich bin da ein sogenannter ITler, verdiene damit mein Geld und ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet, lieber David. Dann haben wir vom Fabian W., der hat ja gleich 3 Fragen hintereinander unterwegs. Bin ich gerade mal überlegen, wo habe ich denn? 1, 2, 3, 4. Ich mache noch eine Frage, dann werde ich mich mal. Oder machen wir 2 Fragen noch und dann werde ich mich mal ans Essen machen. Der Fabian fragt, was sind deine Lieblingsausrüstungsgegenstände und warum? Ist auch eine tolle Frage, lieber Fabian. Was sind meine Lieblingsausrüstungsgegenstände? Die möchte ich jetzt aber gar nicht hier in dem Video beantworten, weil ich habe gestern erst ein Video abgedreht, genau zu dem Thema. Das werde ich wahrscheinlich, muss mal gucken, ich denke, ich werde es nach dem Video jetzt hier, nach dem Frage-Antwort-Video, werde ich das reinschieben. Da geht es genau um meine Lieblingsausrüstungsgegenstände oder auch um Ausrüstungsgegenstände, die ich nicht so toll finde. Und
da werde ich auf alle Fälle deine Frage beantworten, weil da erkläre ich das, warum das meine Lieblingsausrüstungsgegenstände sind, was das eigentlich ist. Und ja, will ich jetzt hier eigentlich gar nicht unnötig Zeit verlieren, weil warum soll man das zweimal machen? Dann fragt er, das kommt auch öfters mal in den Foren wieder vor, hattest du schon mal mit Problemen mit Förstern etc., also Förster, Jäger und so weiter, das liest man auch in den Foren sehr gerne mal, anscheinend besteht da so eine Angst davor. Ich muss jetzt für mich persönlich sagen, auf Holzklopf bisher nein, ich habe bis jetzt auch noch keine Begegnungen gehabt. Nee, nicht so direkt, also wenn ich hier so ein Lager aufgebaut habe, da bin ich jetzt noch nicht so direkt entdeckt worden, außer mal, ich glaube zweimal von dem Hund, wenn da irgendwo ein Spaziergänger weiter ist, weil ich bin immer nicht allzu weit weg von Wegen. Ich sehe jetzt auch hier den Weg, was wann das sein, 80 Meter vielleicht bis zum Weg runter. Ich bin nicht so richtig weit weg von den Wegen immer. Von daher kann es natürlich mal passieren, dass da ein Hund, ein Ausreißer mal vorbeikommt, gerade wenn ich am Essen kochen bin. Da hatte ich zweimal Besuch, war aber überhaupt kein Problem. Aber so richtig mit einem Förster oder Jäger oder gar negativ, zum Glück bisher nicht. Ich sehe das auch relativ entspannt, weil ganz ehrlich, wenn ich das jetzt hier habe, was macht man denn Verbotenes? Ja, viele haben da anscheinend eine Angst davor, wenn man so eine Begegnung hat. Und ich glaube, wenn heute mal ein Förster kommen würde, ein Jäger hat erstens einmal, glaube ich, so von der Hoheitsgewalt erstmal nicht allzu viel zu sagen, weil ein Jäger, ja, der hat vielleicht ein Jagdgebiet gepachtet, aber er hat jetzt erst einmal nicht großartig was zu sagen. Beim Förster sieht es schon ganz anders aus, weil das ist für mich immer so wegen so die Polizei des Waldes. Ganz im Gegenteil, ich sehe das ganz entspannt. Wenn mal ein Förster kommen würde, ich hätte sogar mal ein paar Fragen an den Förster, gerade eben was das Hobby betrifft. Und ich glaube, das wäre sogar ganz interessant, weil wie gesagt, wir machen nichts Verbotenes im Wald. Darum mache ich auch nicht hier die offenen Lagerfeuer. Das versuche ich halt immer etwas zu vermeiden. Und ich glaube, wenn ich hier mit dem Drangier sitze, so schreibe ich es auch immer in den Foren drin, kann man es verdrehen. Ich glaube jetzt nicht, dass da ein Förster am Rad dreht. Klar, wenn natürlich 30 Grad draußen sind, Waldbrandstufe 4, 5 oder so, dann hat offenes Feuer überhaupt nichts im Wald verloren. Aber ansonsten, glaube ich, kann man da entspannt angehen. Und wenn dann mal einer kommt, versucht nett zu bleiben, entspannt zu bleiben. Und okay, aber wie gesagt, ich hatte bis jetzt noch keine Begegnung. Ja, die nächste Frage, die mache ich dann nach dem Essen. Ich glaube, ja, da brauche ich ein bisschen länger. Das waren die ersten Fragen. Der Hunger treibt es, weil ich bin schon eine Weile unterwegs. Und ich baue jetzt mal kurz um und dann geht's weiter. So, ihr seht, es schaut ein bisschen seltsam aus. Ich habe mir heute mal überlegt, das habe ich schon mal vor längerer Zeit gemacht, noch mal etwas ganz Simples, nämlich schöne klassische Schinkennudeln. Jetzt habe ich natürlich mal wieder die Hälfte zu Hause vergessen, nämlich ganz wichtig, einen Topf fürs Nudelwasser. Weil ich habe mir vorgestellt, ich wollte heute in der Tatonga Bowl ja die eigentlichen Schinkennudeln anbraten. Ja, jetzt muss das Ding natürlich als Topf noch herhalten. Entsprechend habe ich natürlich jetzt auch keinen Deckel gehabt. Aber es wäre sonst kein Buschkraft, wenn man nicht improvisieren müsste. Also ich hoffe jetzt mal, auch wenn es noch nicht ganz kocht, dass die Geschichte so funktioniert. Das passt aber ganz genau.
Ja, Freunde, Schinkennudeln sind fertig. Es hat mit Improvisieren ganz gut geklappt. Also diese Bowl, diese Pfanne, taugt sogar als Nudeltopf. Muss man halt improvisieren. Ja, Schinkennudeln, ihr habt es jetzt sicherlich gesehen. Normalerweise würde ich da jetzt ein schönes Stück Kochschinken rangeben. Ich habe jetzt hier in dem Fall Speckwürfel reingetan, lag jetzt daran, weil die Speckwürfel zu Hause noch übrig waren. Und dann sind die gleich mitverarbeitet. Jo, ich lasse mir das jetzt noch schmecken, solange es jetzt noch heiß ist. Und dann gehen wir an die restlichen Fragen. Einen guten. Ah. Heißer Kaffee. Nach einem warmen Essen, jetzt muss ich mir meinen Spickzettel wieder her tun. Ich glaube, wir hatten noch 4 Fragen offen. Genau, vom Fabian W. hatte ich noch eine letzte, die ist auch recht interessant, die Frage. Bist du immer ausschließlich alleine unterwegs? Die Frage höre ich durchaus auch in meinem persönlichen Umfeld von Leuten, die jetzt vielleicht mit Buschkopf gar nichts zu tun haben, weil es doch vielleicht, ich denke mal, etwas ungewohnt scheint, wenn man sagt, ja, ich gehe jetzt morgen nachts in den Wald, schlaf da. Und dann kommt immer die Frage, magst du das alleine? Alles klar, klingt im ersten Moment wahrscheinlich erst einmal ein bisschen beängstigend. Wie ist es bei mir? Ist tatsächlich so, ich bin seit einiger Zeit, ja, mehr oder weniger zu 98% alleine unterwegs. Es gab früher mal Leute, mit denen habe ich sowas hier gemacht, haben sich aber leider die Kontakte, ja, ich sag mal, etwas zerlaufen. Und seitdem habe ich mir eigentlich angewöhnt, das Hobby momentan alleine nachzuvollziehen. Hat auch mehrere Gründe. Ein weiterer Grund ist zum Beispiel, Buschkraft ist ja so ein großer Überbegriff, der kann ja für vieles stehen. Buschkraft kann entstehen für das, was ich jetzt hier mache. Ich sitze hier irgendwo im Wald, habe mir ein kleines Taglager gebaut, nicht weit weg vom Parkplatz, koche mir eine Kleinigkeit. Buschkraft kann sein, dass ich nur rein mit natürlichen Materialien draußen hantiere und werkel, baue mir meine Werkzeuge, baue mir mein Lager, habe überhaupt keine, sagen wir, industrielle Materialien dabei. Buschkraft kann sein, das machen auch sehr viele, die haben 25 Kilo Gepäck auf dem Rücken, laufen 15 Kilometer los. Das sind so verschiedene Richtungen. Um es mal für mich auszuschließen, wo ich halt schon mal nicht dabei bin, das sind, ich habe es gerade erwähnt, so Geschichten, 25 Kilo Rucksack hin, drauf 15 Kilometer laufen, da bin ich raus. Ganz ehrlich, ich bin weder einer, der gerne viel Gewicht auf dem Rücken trägt, ich bin auch keiner, der wirklich mordsweit läuft. Also ich mache gerne mal eine Wanderung, zum Beispiel mit der Bianca, jetzt im Winter sind wir öfters wieder wandern, aber dann eher mit kleinerem Gepäck und ich sage mal für meine Begriffe überschaubare Touren. Ich bin da, wie sagt die Bianca mal, ich bin so der Fußkranke. Und von daher ist es dann gar nicht so einfach, da die Leute zu finden, die genau diese Richtung teilen. Ich bin auch nicht der militärisch-taktisch Angehauchte. Das sieht man, glaube ich, an der Klamotte. Ich bin da relativ, ja, simpel, gedeckt, mit gedeckten Farben unterwegs. Ich bin jetzt so der militärisch Angehauchte, auch wenn ich mich an dem einen oder anderen Ausrüstungsgegenstand davon bediene. Das macht es dann auch schon nicht mehr so einfach da, dann die passenden Leute zu finden, die das mit einem teilen. Ich glaube, das ist ja wichtig, wenn man zusammen losgeht, dass man wirklich so das gleiche Interesse hat, so ein bisschen die gleiche Spur läuft. Und ja, von daher hat sich das bisher heute nicht ergeben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch manchmal so ein kleiner vor Menschen Flüchtender. Und ich genieße diese Stunden auch mal tatsächlich allein im Wald zu sein, so mit der Natur im Eins. Und wo ich mich immer wahnsinnig darüber freue, ich verhalte mich ja dann auch entsprechend durch, wenn man dann tatsächlich mal irgendwo wild an sich vorbeilaufen sieht, ja, die auch gar nicht merken, ein Reh zum Beispiel läuft in 20 Metern vorbei, merkt überhaupt nicht, dass du hier ganz alleine sitzt. Und das sind so die Momente, die ich dann auch richtig genieße. Also da ist das, mag für manche schlimm klingen, wenn man sagt, man ist jetzt alleine draußen im Wald unterwegs, ist es gar nicht. Ich genieße diese Momente dann bis zum Gehen nicht mehr wirklich, so den Wald zu hören, die Natur zu hören oder gar zu sehen, wenn so ein Reh vorbeiläuft. Das gibt mir unheimlich viel. Einfach mal so für ein paar Stunden, ihr kennt die chaotischen Zeiten, die heute draußen vorherrschen, und einfach mal so ein paar Stunden aus dem Ganzen raus zu entfliehen in eine Welt, die eigentlich noch ein bisschen in Ordnung ist, ja, das genieße ich tatsächlich alleine. Okay, dann haben wir 2 Fragen vom Into the Wood. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Raus aus der Komfortzone. Der fragt, das ist auch gut, schon mal drei Tage im Winter draußen verbracht. Ist kurz beantwortet, ich habe noch nicht mal 3 Tage so, egal welche Jahreszeit, draußen verbracht. Also meine Overnighter, die haben sich bis jetzt immer beschränkt auf eine Nacht und danach war dann wieder Feierabend. Ich weiß nicht, wie du jetzt auf 3 Nächte kommst. Nee, habe ich noch nicht gemacht. Das ist erstens einmal zeitlich sehr schwierig. Ich habe zwar jetzt momentan Urlaub, da würde das mal gehen. Aber am Wochenende 3 Nächte mit Arbeit, das ist schon mal unmöglich. Das nächste ist, ich habe eine Freundin zu Hause. 3 Nächte, die mag das vielleicht mal ganz gut finden, aber ob die das dann jede Woche gut findet, weiß ich auch nicht.
Und im Winter 3 Tage, da sage ich ganz schlicht, gebe ich auch zu, da fehlt mir auch das Equipment da dazu, also wirklich ein richtig winterfester Schlafsack, ein Wintersetup, das fehlt mir dazu, das geht mal eine Nacht. Aber und 3 Nächte, ich glaube, weiß nicht, da hätte ich glaube ich nach spätestens nach 2 Nächten irgendwo die Nase voll. Keine Ahnung, vielleicht probiere ich das mal aus. Eine weitere Frage, auch sehr, die finde ich auch sehr interessant. Wie findest du deine Location? Das ist tatsächlich eine Frage, da habe ich mir schon den einen oder anderen Gedanken mal gemacht. Und ich glaube, ich werde da auch mal ein Video dazu machen. Das ist wirklich ein schönes Thema. Wird auch gerne mal in Foren gefragt. Wie finde ich meine Locations? Um es mal ein bisschen zusammenzufassen. Ja, das meiste ist eigentlich tatsächlich die Arbeit zu Hause vom PC, nämlich Kartenarbeit. Das ist tatsächlich das meiste. Für mich sind die 2 wichtigsten Werkzeuge, um eine Location zu finden, Google Maps und Google Earth. Google Maps, um einfach schon mal eine Übersicht über ein bestimmtes Gebiet zu bekommen, das mich vielleicht interessiert. Jetzt, ich bin hier aus Franken, für mich ist zum Beispiel die Fränkische Schweiz interessant. Oder wie hier, heute bin ich in der Schwabacher Gegend unterwegs. Ja, oder ich gehe mal Richtung Feldensteiner Forst raus oder vielleicht auch mal sogar Fichtelgebirge, whatever. Ich suche mir dann immer mal ich überlege mir so ein Gebiet, was mich interessieren könnte. Und dann fange ich halt an mit Google Maps, mir schon mal eine Übersicht zu verschaffen. Zum Beispiel komme ich da mit dem Auto relativ gut ran, ja, dass ich da dann auch irgendwo parken kann. Wie sind dann die Laufwege? Das ist schon mal so ganz grob. Google Earth ist ja so ähnlich aufgebaut. Google Earth hat aber den Vorteil, wenn ich mal rausfinden will, ja, ist das Gebiet eher bergig, hügelig, hat es steile Anstiege oder nicht? Ich kann mir da so Perspektiven einstellen, wo ich das sehr, sehr gut sehe, wie das Gelände eigentlich beschaffen ist. Und so scrolle ich mich dann wirklich in die Gebiete rein, suche mir dann Gebiete aus. Teilweise versuche ich anhand von Kartenmaterial schon mal rauszufinden, was für eine Art von Wald ist das. Ist das jetzt ein reiner Kiefernwald? Ist das ein Fichtenwald? Ist das ein Laubwald? Das sieht man auf einigen Bildern manchmal recht gut. Und ich versuche natürlich dann auch irgendwo Plätze zu finden. Ja, schau, wo sind die Wanderwege? Ja, wo ist vielleicht dazwischen ein bisschen Platz frei? Also das ist, ich denke, ich mache da mal ein eigenes Video dazu. Dann natürlich auch vor Ort, wenn man dann mal ist, wenn man in das Gebiet hingekommen ist, das ist jetzt gerade bei Übernachtungen recht wichtig, ist das eine Ecke, in der ich mich auch sicher fühle? Ist das eine Ecke, in der ich mich wohlfühle? Ja, ich meine, viele haben Angst vor Wildschweinen zum Beispiel oder Wölfe war auch schon Thema. Das sind auch so alles so Kriterien, die dann mit reinspielen, wie ich eine Location finde. Also das sind alles so kleine Punkte, so kleine Kriterien, die da zusammenspielen, bis ich dann letzten Endes so eine Location gefunden habe, wie jetzt hier auch. Ich bin jetzt heute auf einer kleinen Erhöhung, ja, es geht hier so einen Hang runter. Ich sehe zwar den Weg in gut 80 Meter Entfernung, habe aber trotzdem versucht, jetzt für das Video eine Ecke zu finden, in der ich halbwegs ungestört bin, wo jetzt nicht gleich jeder Spaziergänger vorbeilatscht, in dem ich hier mein Taglager aufbauen kann und das Video hier drehen kann. Okay, ich hoffe, ich habe es ausführlich beantwortet. Dann haben wir eine Frage und zwar der Outdoor-Freak. Kannst du dir einen Overnighter ganz ohne taktische Ausrüstung vorstellen? Also mit Fellen, Feuerstein, Schlageisen und so weiter. Das ist auch eine sehr gute Frage. Er spricht also, ja, das ist so mit der Ausrüstung eigentlich so das Gegenteil von dem, was ich hier nutze. Ja, so ein bisschen auf altertümlich, auf mittelalterlich gemacht oder so. Da gibt es einen Kanal, vielleicht kennst du den auch, lieber Outdoor-Freak. Das ist der Kimber Bushcraft, also schreibt sich Zimbre Bushcraft. Das ist ein Typ, ist auch ein bisschen zu bärtig. Ich glaube, der ist irgendwo Dänemark, ich bin jetzt gar nicht so sicher, irgendwo aus der skandinavischen Ecke. Und der macht tatsächlich mittlerweile so einen Stil, oder andersrum angefangen, ich habe seine alten Videos mal angeschaut, der hat auch mal so angefangen, wie mir jetzt auch, eher mit modernerer Ausrüstung. Und hat sich dann aber so nach und nach umgewandelt hin zu so einem Viking-Style, sagen wir mal, so Wikinger-Stil. Also der hat hier nicht so hochmoderne Nylon-Tabs dabei oder hier irgendwelche taktischen Titanbecher und Buschboxen dabei, sondern der macht das wirklich so in dem Wikinger-Style. Und ich denke, das ist das, was du meinst, wenn du schreibst mit Fellen, mit Feuerstein. Und ich muss sagen, ich mag den Stil total gern. Ich schaue mir das wahnsinnig gern an. Ja, der hat zum Beispiel das Tab alleine, das ist so Leinenstoff, was er hat. Der hat nicht einen klassischen Rucksack irgendwie mehr aus Couture, sondern der hat sich so eine Lastenkraxe selbst gebaut. Der hat viele Ledertaschen, die macht er alle komplett selbst. Das zeigt er auch in den Videos, wie der seine Ledertaschen, Lederboxen macht. Flaschen, so Feldflaschen aus Leder. Bis hin zum Lagerfeuer, wo sich seinen Topf macht, die Topfaufhängung. Echt alles so in diesem Mittelalter oder diesem Wikinger-Style. Finde ich super geil. Würde ich auch tatsächlich sehr gerne machen. Aber da muss ich ganz klar sagen, da fehlt mir jegliches Know-how und auch das Skill dazu. Als alleine Lederverarbeitung, das kann ich nicht. Und auch sich das Material zu besorgen. Ich habe da mal spaßhalber geschaut, da darf man schon ziemlich tief schauen.
um rauszufinden, ja, wo finde ich zum Beispiel so einen Leinentarp? Ja, oder wenn ich dann sage, ich kann jetzt nichts aus Leder fertigen, wo finde ich solche Taschen, Boxen, so Lederflaschen? Das ist gar nicht so einfach, bis hin zur Klamotte, Alter. Der macht das dann auch mit den Klamotten Sinn, diesen Wikinger-Stil. Und das andere ist halt, wenn man sich dem so Ausrüstung anschaut, wenn der sich so ein Taglager baut, also ich denke mal, 30 Kilo wird er wahrscheinlich nicht reichen. Ich denke mal, da läufst du halt auch nicht recht weit. Und mir ist halt wichtig, schon irgendwo so eine Mischung zu schaffen, wo ich sage, ich klappe nicht ganz zusammen, wenn ich doch mal ein paar Meter laufen muss und habe aber trotzdem ein bisschen Ausrüstung dabei. Aber nochmal, um zur Frage zu kommen, vorstellen könnte ich es mir schon, aber mir fehlt da einfach das Know-how und ich kenne jetzt leider auch keinen persönlich, der sowas beherrscht oder der es gar so lebt, weil dann könnte ich mir das auch vorstellen, mal mit so einem loszuziehen und einmal so Stück für Stück in diese, an dieses Genre reinzukommen. Also vom Stil her finde ich super geil, schaue ich mir echt gerne an, weil das ist für mich noch so, wo ich sage, das ist richtig Bushcrafting, das ist noch so dieses Ursprüngliche, wie man es halt sich von früher vorgestellt haben, ne? Wenn die Leute sich eben wild geschossen haben, sich Fälle rausgearbeitet haben und daraus eben ihre ganzen Materialien gefertigt haben. Das ist so dieses Bushcraft an sich. Und ich habe da echt großen Respekt davor von den Leuten, die das so leben. Ich würde das auch ganz gerne machen, aber nee, das beherrsche ich halt leider nicht. Okay. Ja, das war's gewesen mit den 10 Fragen. Ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz ausdrücklich bei den Leuten bedanken, die ich genannt habe, die mir die Fragen hier zusammengestellt haben. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, diese Fragen zu beantworten. Ich hoffe, ihr seid mit den Antworten zufrieden, die ich geben konnte. Ja, ich trinke jetzt noch mal einen Kaffee aus und dann werde ich mich so langsam auf sich einmal ins Abbauen machen und auf den Nachhauseweg machen. Ja, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal ein dickes Like da lasst, Daumen hoch. Und wenn ihr neu seid auf dem Kanal Free Solo Bushcraft und ihr habt noch nicht abonniert, abonnieren klicken, dann seid auch beim nächsten Video mit dabei. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit, macht's gut, bye bye.